Und damit herzlich willkommen im Orbit von Pilpala bei den netten Herren und Damen der Chaosbande auf der Argo. Und wie beim letzten Mal versprochen, habe ich euch die Reise mal erspart. Ich habe mir ein neues Ziel ausgesucht. Wir sind mal wieder aus dem Osten unserer Karte in den Westen rüber geflogen. Und ja, nach den 30 Tagen Reise, also auch wieder eine Bezahlung, ist mein Ziel für euch, euch diesen Flashpoint hier anzubieten, denn das war der Grund, warum ich hier rüber bin. Die Liga der Freien Welten gibt uns einen Auftrag gegen Steiner. Wir können damit eventuell für die Liga der Freien Welten den Ruf sammeln, den wir brauchen, um auch mal höhere Missionen zu machen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Auswahl. Nur die Deviants war doch recht mager, muss ich sagen. Bisher immer nur so ein oder zwei Aufträge bekommen pro Planet und der Rest war immer für andere. War nervig. Von daher war das jetzt so mein Gedanke, dass wir mal wieder einen schönen Flashpoint machen, mal ein bisschen Geschichte sehen. Und er ist kurz, es ist kein aufeinanderfolgender Einsatz dabei und es gibt Lost Tech Gegenstände, also richtig schöne Items zum Verbessern unserer Mix. Da freue ich mich schon drauf. Es gibt keine Beschränkung in der Tonnagevoraussetzung. Perfekt. Das ist genau das, was wir wollen. Und damit können wir dann, denke ich mal, so einen 4-Skull-Auftrag auch definitiv bewältigen. Wir gucken uns mal an, was die Liga von uns möchte. Es gibt ungebetene Gäste. Hohe Orbit von Pilpala. So, mal schauen. Wie Ihnen sicher schon aufgefallen ist, befindet sich dieses System innerhalb der Grenzen der Liga freier Welten. Leider haben unsere Nachbarn im Lyranischen Commonwealth beschlossen, diese Grenzen nicht zu berücksichtigen. Okay. Okay, es scheint recht umkämpft zu sein, da auch Haus Liao wohl schon etwas an Anspruch angemeldet hat. Tatsache ist, dass es unglaublich schwierig war, dieses System zu befrieden. Okay. Haus Steiner sagte im Übrigen um zu besorgniserregenden. Okay. Militärische Festung. Alles klar, alles klar. Ah, okay. Alleine werden wir nicht in der Möglichkeit sein, die gesamte Struktur derart zu befestigen. Aha. Ausreichend konfliktvoll. Okay. Welche Art von Unterstützung können Sie uns bieten? Unsere Long-Tom-Kanonen stehen Ihnen zur Verfügung. Ah, okay, wir müssen einen Artillerieschlag wohl koordinieren hier. Schlacht für Unterstützung der Söldnerorganisation in Gwydion des Herzogtums Tamarind. Okay. Alles klar. Wir müssen da wohl, wie es ausschaut, einen Artillerieschlag koordinieren. Eskal, Artillerie-Koordination. Oh je, da müssen wir Gas geben auch noch. Okay. Ah, okay. Alles klar. Sie möchten Kollateralschäden wohl vermeiden. Sehr schön. Finde ich okay. Alles klar, dann gucken wir uns das doch mal an. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Gucken wir mal, was Mercnet auch noch zusätzlich so rausschmeißt an Aufträgen. Ein Vierer für Steiner dürfen wir machen sogar. Interessant. Hoffentlich versauen wir uns das nicht gleich wieder durch den Flashpoint. Der wird jetzt sogar als 4,5 Skulls angegeben. Okay, das wird lustig. Gucken wir mal, ob wir das packen. 25 Loot. Es könnte sein, dass wir hinterher den Steiner-Auftrag nicht mehr machen können. Wir müssen den jetzt, glaube ich, angehen, den Flashpoint. Sonst ist er weg. Oder? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Sollen wir uns erstmal den Steinerruf sichern? Ich glaube,
glaube, man muss den Flashpoint machen. Bin mir aber echt nicht sicher. Wir probieren es mal. Ich guck mal rein. Und wir schauen mal, ob der Flashpoint hinterher noch da ist. Es ist ja gespeichert vorab. Zur Not werdet ihr davon hier jetzt gar nichts sehen. Und ich drehe einfach die Zeit zurück. Tut mir leid, dass ich euch dann jetzt mit dem Flashpoint angefixt habe. Wenn wir dann doch gar keinen machen. So. Tut mir echt und ehrlich leid. Ich würde sagen, wir tauschen mal kurz die Marauders aus. Ich fand den Laser Marauder irgendwie ein bisschen ansprechender von der Effektivität, sage ich es mal. Und wenn man noch... Wir haben jetzt echt gute Wahlmöglichkeiten hier über. Machen wir es mal so. Eine Bergung im Ödland für Steiner und dann sind sie hoffentlich uns, wenn wir den Flashpoint noch machen dürfen, nicht zu böse. Okay. Wichtige Forschung und sie werden von Liao sabotiert, so wie es ausschaut. Na gut, dann müssen wir da wohl Forschungsmaterialien bergen. Das kriegen wir doch hin. Wie gesagt, ich bin mir halt echt nicht sicher wegen dem Flashpoint. Deswegen ist das jetzt für mich auch mal ein bisschen so ein Test. Und wenn ihr diese Mission seht, dann funktioniert's. Und dann habe ich euch erstmal angefixt auf den Flashpoint und der kommt dann erst später. Ah, wie gemeint von mir. Mal gucken. Da müssen wir also hin. Da ist ein Zugang. Da ist ein Zugang. Der ist recht eng hier. Aber der ist schneller. Aber da müssen wir durch den Wald durch. Da kommen wir, glaube ich, nicht runter. Ne? Doch, hier könnte es sein, dass wir runterkommen auch. Also wir könnten auch hier rüber. Wir könnten hier rüber. Wir könnten da rüber. In Anbetracht der Tatsache, dass wir keine Sprungdüsen haben, würde ich mal den direkten Weg gerade bevorzugen. Mal gucken, was das für uns bedeutet. Mit Sprungdüsen hätte ich gesagt, könnte man nochmal jemanden hier rumschleusen. Ansonsten ist das mir jetzt ein zu langer Weg. Ist da irgendwie nicht so ganz meins. Affirmative. Immer noch keine Gegner? Doch, da kommt einer. In Sensorreichweite. 60 Tonnen. Und er kommt auf uns zu. Ein Thunderbolt. Ganz, ganz typischer 65 Tonner. Häufig zu sehen. Würde ich dann mal sagen, halten wir uns erst nochmal zurück, gucken, ob noch irgendwas anderes in Reichweite kommt auf der schweren Kategorie. Ist auf jeden Fall noch was da. Da haben wir noch einen 80 Tonnen. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir jetzt nach schweren mal zuerst dran kommen, aber vielleicht gibt es auch gar keine schweren mehr in der Richtung. Mal gucken. Schieben uns erstmal mit Chaos davor. Und ja, die Trefferchancen sind jetzt nicht die allerbesten, aber fangen wir schon mal an. Ja, von unten nach oben feuern halt, ne? Mit einer schönen Klippe als Deckung. Commander? Kaipo. Von hier aus könnte sie. On the move. Hat dann aber auch nur die schweren Laser. Taking the shot. Und trifft den beiden sehr schön. Yes, Commander. So. Wohin kommt Sonic denn so? Irgendwohin, wo sie noch schießen können? Nicht so aus, ne? Dann halten wir sie mal so, dass sie unsere Leute abdeckt.
Wenn wir schon RGM dabei haben, dann nutzen wir es auch. Und wappnen sie hier. Standing by. Ein paar Mola. Auf jeden Fall die Chance zu schießen. Confirmed. Nutzen wir die doch auch. Gut. Zwei Schwere in Sicht. Kein Überschwerer mehr. Dann ist die 80-Tonnen-Einstufung wohl falsch gewesen. Steht denn da jetzt? Steht immer noch 80 Tonnen. 80 Tonnen ist doch nicht schwer. 80 Tonnen ist doch überschwer. Aye, aye. Weird. Okay. Ich klopf mal an. Move order confirmed. Ja, ich weiß, steht dann für den zweiten schlecht. Aber das haut rein hier. ...75 Tonnen. Auch noch. Eine ganz ordentliche Menge an Raketen auch. Light damage. Holding firm. Commander! Hätten wir vielleicht doch nochmal zurückhalten sollen erst. Naja, hinterher ist man, wie bekannt, immer schlauer, ne? Und der da als 80 Tonner gelabelt ist, aber als schwerer unterwegs ist. Das irritiert mich. 80 Tonnen ist doch überschwer. 80 Tonnen ist doch nicht schwer. Was für ein Mech? Moving to position. Wir hatten aber eben, für mich war es eben, für euch war es am Dienstag, hatten wir auch einmal einen Sensorblip mit 80 Tonnen und es war kein 80 Tonner auf dem Feld. Also bin ich mal gespannt, was da uns erwartet. Oh, 95 Tonnen. Interessant. Jetzt wird es wirklich interessant. Wirklich, wirklich. Da müssen wir ja mal ein bisschen Kopfschüsse verteilen, denke ich mal. Für guten Loot. ...52. Lassen wir mal die KSRs raus. Und die PPK heizen wir mal nicht auf. Und dann... es könnte dann schon wieder knapp werden, falls sie nicht wirklich auf die richtigen Trefferzonen kommen. Aber ich probiere es. Wir haben schließlich einen warmen Planeten. Ah, passt. War jetzt Arm, Torso, also rechter Torso und mittlerer Torso waren die Zielfelder, wo sie hat treffen können und damit es auf den mittleren Torso geht, weil rechter Arm war weg, rechter Torso war weg. Sind trotzdem als Zielzonen da. Und das leitet sich dann alles Richtung mittleren Torso, was man da hat. Von rechten Arm auf rechten Torso, von rechten Torso auf mittleren Torso. Genauso ist es, wenn man auf ein weggeschossenes Bein schießt, geht dann auch in den mittleren Torso rüber. Ich meine direkt in den mittleren Torso. Es kann auch sein, dass dann erstmal auf den entsprechenden Torso geht. Aber ich meine, es geht dann direkt auf den rechten Torso rüber. Und genauso ist es halt auch, wenn man auf den Torso dann halt selber schießt. Also auf den rechten Torso, dann geht es auf den mittleren. So ist das. Jawohl. Okay, ich würde tatsächlich sagen, da die uns jetzt nicht mehr sehen können, halten wir uns erst einmal zurück. Whatever you say. Dann kommt der als 80 Tonnen gelabelt ist und definitiv als schwerer unterwegs ist. Victor. Ein Victor ist ein Überschwerer. Das ist... da ist ein Taktiker drin. Da ist ein Striker, der hat die Taktikfähigkeit mit bei. Alles klar, Herr Kommissar. Verstehe. Blockieren wir erstmal nicht da den einen Weg, den wir haben. Und jetzt gehen wir mit Vollgas. Die AK-20-Variante vom Victor. Ist ganz gut, dass wir da hier gezielt schießen können.
Und dass er jetzt in der Runde nochmal zurückschießt. Oh, eine Banshee. Das wäre dann ein schöner Ersatz für den Black Knight als Nahkämpfer. Das wäre auf jeden Fall interessant. Gehen wir mal nach hier. Den Tarnung wird sie gleich wieder kriegen. Und Mona dürfte eigentlich ganz gut gezielt schießen können. Ja, es geht. Ja, schade. Sonic ist auf jeden Fall jemand, der normal ganz gut gezielt schießt. Keine unterbrochene Sicht haben. Muss nicht sein, aber jetzt kommen wir auf die Flanke, da wird es mit dem Kopf wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Quatsch. Präzisionsschlag, nicht Multiziel. 10%. Ja, das ist, weil wir halt von der Flanke angreifen. Ja, trotzdem will ich es auf den Kopf probieren. Ja, schade. Aber das Bein ist auch nicht verkehrt. Können wir nochmal gezielt schießen? Na, ah, schade, leider nicht. Okay, hier wird es jetzt wohl leider ein... Und so geht's auch. Aber dann braucht sie wieder länger, um da hochzukommen, ne? Das sind aber auch unterbrochene, ne? Ja, unterbrochene lassen wir es lieber von hier oben. Wenn es sowieso unterbrochen ist. Oh, Kopftreffer, ohne zu zielen. Uns linke Bein zerstört. Pilotenverletzung 1. Reporting critical hit. Duck, duck, wumps. Und Pilotenverletzung 2. Sehr schick. Die Banshee ist böse. Wenn die in den Nahkampf kommt. Awaiting orders. Moving out. Ich glaube, hier ist es gut, wenn wir das Kühlventil reinhauen. Kopf oder Bein? Bein hat 135. Die würden wir kriegen, aber nur wenn halt alles wirklich aufs Bein geht. 51%. Ich versuche mal den Kopftreffer. Ja, Munitionsexplosion, noch eine Verletzung zumindest. Aber das gibt dem Victor natürlich ordentlich Schaden mit. Okay. Mal aus dem Stand. Obwohl. Ja, die MGs, ne? Irgendwas näher ranzugehen wegen der Banshee. Ist ganz schön gefährlich, ne? Copy that. Aber mit den ganzen MG-Schüssen. Roger that. Und da ist der Kopf zerstört. Okay. Der MT zum Glück nicht noch zusätzlich. Schön. Das sollten wenigstens zwei Teile sein, denke ich mal. Versuchen wir gleich mal mit den Kopftreffern weiterzumachen. Oder Beinen. Ja, komm, versuchen wir ihm auch mal das Bein rauszurupfen. Ich weiß, Kopf ging schneller, weil weniger Panzerung und Struktur. Aber die Trefferchance aufs Bein ist einfach höher. Und wenn er da am Boden liegt, dann ist das für uns auch nicht so verkehrt. Okay, ist zumindest offen. So, der 75-Tonner bewegt sich. Bin ich auch mal gespannt, was das ist. Right here. Könnte ein Archer sein. In der Variante LSR, KSR gemischt. Können wir leider nicht gezielt schießen. Aber dafür können wir alle schießen. This is everything I got. Aye, aye. Yes, Commander.
Würde ich sagen, gehen wir auf den Nahkampf ein. War gefährlich wegen dem 75-Tonner. Den mittleren Torso erwischt. Scored a critical hit. Allgemein ein guter Treffer. Ich würde gerne was anderes treffen im Moment gerade. On the move. So. Okay. Hitzemäßig okay. Feuern. Firing all weapons. Und auf jeden Fall, ja, ein paar Treffer auf den Spine. That's gonna hurt. Und runter mit dir. Auf den Boden der Tatsachen. Aber er darf aufstehen, weil immer abwechselnd. Ah, schon blöd irgendwie. Au. 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 Okay. Bei Torso. Ist okay. Damage minimal. Gut, Chaos, du bist jetzt relativ warm, deswegen würde ich sagen, ich würde am liebsten von der anderen Seite, aber wir müssen noch den 75-Tonner bedenken, ne? Trotzdem, nehmen wir die andere Seite. Engaging physical attack. Na, ja, das Bein wurde getroffen. Sehr geil. Enemy mech, critical damage detected. So. Darf der 75-Tonner erstmal? Ist ein Orion. Okay, ja. Stimmt. Die sind auch sehr gut gemischt. Zum Glück schießt er auf den Cataphract. Damit kann ich leben. Damit kann ich eindeutig leben. So. Jetzt hätte ich ganz gerne dass 68 Schadenspunkte da auf das Bein gehen. Reporten. Location confirmed. Bein, los. Lock in target. Das sah gut aus? Jawoll, ja. Und wir haben zwei Überschwere auf einem Platz. Das dauert dann etwas kürzer mit dem Einsammeln, denke ich mal. Das war der rechte Torso, den es da eben erwischt hat. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir nach hier dann, wenn wir uns nicht weit genug drehen können. Confirmed. So, und dann kriegt sie Wachsamkeit wegen der Stabilität. Und dann darf sie mal bis auf den schweren Laser hier alles feuern. Affirmative. Okay. Awaiting orders. Dann darf Pamola natürlich auch noch. Roger that. Target confirmed. Auch hier haben wir das Bein freigelegt, okay. Kümmern wir uns erstmal um den Orion, bevor wir da die Zone einnehmen. So. Commander. Der Marauder ist verdammt heiß gelaufen. Wir haben kein Kühlventil gerade da. Bleiben wir mal im Wald, drehen uns zu und wappnen uns. So, Orion, was treibst du? Möchtest näher rankommen. Aber sonst nichts tun? Okay. Commander. Dann sage ich mal hallo. Ich klopfe mal an, ja? Moving to position. Ja, okay.
Hätte auch besser kommen können, aber war schon okay. Immer von der Seite aus einfach nochmal in den Nahkampf. Mit dem Cataphract. Okay. Ah, reicht nicht, aber für einen Sturz reicht es zumindest. Das ist doch schon mal schön. Dann darf Chaos auch nochmal vorher. Da wir jetzt gezielt schießen können, ohne Punkte auszugeben. Torso. Wir lassen die KSRs weg und dann reicht's. Engaging target. Zack. Enemy mech destroyed. Gut, dann jetzt auf zum Ziel. Move order confirmed. Move order confirmed. Mal gucken, was wir jetzt noch treiben müssen. Wissenschaftlerin wird gesichert, jawohl. The asset is in hand, Commander. Good work. Perfekt. Gab dann doch keine Unterstützung mehr. Aber ich meine, war ja auch ganz ordentlich was auf dem Feld. Allein 175 Tonnen an überschweren Mechs. Mal gucken, was wir aus denen rauskratzen können. Ganz ordentlich. Keine Verletzungen, keine übermäßigen Beschädigungen. Schöner Einsatz. 3 Victor-Teile. Wir kriegen einen vollen Victor. Und 2 Banshee-Teile. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Victor. Und einen Banshee-Teil und hoffen, dass wir aus den restlichen 13 Teilen nochmal eins bekommen. Die LSR 15 ist natürlich auch saugeil, ne? Ohne KSR 4 Triple Plus. ZVS mit 2 Ballistik. Schon mal mehr wie bei das beim letzten Mal. Ein paar schöne Teile mit dabei. Die nehme ich mit. Die ist einfach zu schön. 4 Schaden und 2 Stabilitätsschaden. Das ist Hammer. Mal gucken. Ein Banshee-Teil kriegen wir noch, ein Orion-Teil, ein Thunderbolt-Teil und die KSIR-4 Triple Plus, die haben wir uns ja ausgesucht. Aber ansonsten, ja okay, AK-20 ist schön zu haben. Was haben wir denn? Ha, eine. Das heißt, jetzt haben wir 2. Okay, das heißt, wir bauen auch ein Thunderbolt zusammen, das heißt Geld. Das ist schon mal was. Schön, schön. Wir haben einen Victor, einen springenden überschweren Mech. Und vielleicht lasse ich ihn sogar als Springer stehen. Mal gucken. Ist ja durchaus mal interessant, auch mal was Springendes zu haben. Überlege ich mir, wie ich den zusammenschraube. Der Thunderbolt wird auf jeden Fall ins Lager hüpfen für Geld. Ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, ihr zuzuschauen, und ihr werdet auch noch viel, viel Spaß am restlichen Tag haben. Das hoffe ich für euch ganz, ganz sehr. Und heute sage ich dann erstmal ciao, beim nächsten Mal Flashpoint.